Was geht ab? Wir haben Sonntag, den 18.08.2019. Ist eine Uhrzeit, ja. Und mein YouTube-Kanal BurnerTV hat 1892 Abonnenten, glaube ich. Und, boah, sorry, die Klicks weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ja. Ja, liebe Leute. Ja. Kennt ihr das einfach? Scheiß Laptop geht einfach diese Pieper an, ja. So. Ja, gestern kam es raus. Gestern ist wohl die Bombe geplatzt, wer denn jetzt der neue Eintracht-Stürmer werden soll, ja? Ja, ich ging durch die Weiten des Internets wie nichts anderes. Ach, jetzt geh mir doch nicht auf die Nerven hier, komm. Könnt ihr einfach Laptop auf den Boden schmeißen, aber wenn ich Eintracht gucken will, wenn die Spiele nicht funktioniert, nein, nicht, Alter, verdammte Scheiße. Aber okay, so, ja. Also, Und mein Mittagessen geht mir auch auf die Nerven. Auch einfach auf den Boden schmeißen. Kennt ihr so? Okay, ja, wunderbar. Ja, Bastost. Soll der neue Eintracht-Stürmer werden. Ja? Waren ja einige in der Verlosung und das Internet spekulierte. Und nun soll es, so wie es aussieht, anscheinend nach Bastost. Bastost werden, ja. Was sagen wir dazu? Was sagt ihr denn dazu? Es würde mich mal interessieren, ja, weil ich habe so natürlich, als es rauskam gestern, ich hing die ganze Zeit wie so ein Junkie an der Nadel. Da hing ich an Internetseiten, Transfermarkt.de oder sonstiges, wo so News rauskommen, ja. Und aber nicht viel geschlafen, muss ich sagen. Übrigens, mein neues Video, Jaudini, neues Jaudini-Video ist fertig, ja. Das wird nächste Woche rauskommen, aber dazu kommen demnächst mehr, ja. So, die ganze Nacht geschnitten und fertig gemacht. So, ja, was los? Was sagt ihr denn dazu, ja? Also, findet ihr das gut? Findet ihr das nicht gut? Seid ihr froh, stolz, enttäuscht, ja? Gespannt, was trifft denn auf euch zu? Ja, weil was ich so gelesen habe, ich weiß nicht, ja, man muss vielleicht dazu auch sagen, ich weiß es nicht, ja, an sich kennt man den Bobic ja so nicht, ja, hätte er nicht, ich sag mal ganz ehrlich, hätte er nicht vor einiger Zeit diese Aussagen gemacht, die so irgendwie klangen wie, ja, so also wie der Hoeneß eigentlich, ja, seid mal überrascht, was hier noch alles kommt und sowas, ja. Ja, das war ja auch noch so, ja, ihr würdet euch wundern, wenn ihr wüsstet, an was wir allem dran sind und was passieren wird oder irgendwie so, ich weiß nicht, der Originalwortlaut, aber sowas, um den Dreh, also er hat auf jeden Fall die Erwartungshaltung damit nicht gerade geschmälert, ja, was da kommt, ja, man hat als Eintracht Frankfurt-Fan, ist man halt im Gehirn durchgedreht von der Fantasie her, ja, ich meine, du nimmst 100 Millionen ein, ja, wen willst du das denn übel nehmen, ja, Eintracht Frankfurt war, ich möchte, also, wie war das noch zu Zeiten von Seferovic, ja? Das war, wenn wir da 3 Millionen für einen Stürmer ausgegeben haben, das war so unser, das Maß aller Dinge, Alter. Der ist der neue Ronaldo bei uns, ja? So nach dem Motto, ja, wenn wir da 3 Millionen ausgeben. Ja, vor nicht allzu langer Zeit hatten wir nur 2 oder 3 Millionen für eine ganze Mannschaft, ja? Und dann auf einmal nimmst du über 100 Millionen ein mit 2 Transfers und dann denkst du auch als Eintracht-Fan, was hast du jetzt für Möglichkeiten? Wen holst du dir? Messi 3, ja? 3.0, ja? Schweige Minute. So, ja, das ist doch. Ist doch klar. Und dann kommen noch solche Aussagen vom Herrn Bobic, ja? Ist doch das Normalste auf der Welt, dass du dann. Ja? Dann kommen noch irgendwelche Möchtegern-Insider, die dann irgendwelche Dings preisgeben. Ja, von wegen, ja, boah, Balotelli ist in der Verlosung und der ist in der Losung, ja. Ich gebe es zu. Ich bin auch jemand, der, ich mag das, diese verrückten Namen, diese großen bei der Eintracht, ja. Wie heißt es so, wenn man etwas wegschiebt, ja. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, unterdrücke dann diese mäßig so nach dem Motto so, oh, vielleicht ist es das Mannschaftsklima gar nicht so gut, ja, aber ich denke mir, wow, das ist ein Verrückter, der ist verrückt, ja, der macht lustige Dinge, ja, und der ist ein Star und hin und her, es könnte der Eintracht gut tun und hin, ja, so, dieses Glanz und Glorie, ja, natürlich freue ich mich da auch, so, wenn das zur Eintracht kommt, ja, hätte mich auch gefreut auf jeden Fall, ja, aber der Bobic,
der macht es dann schön seriös und professionell, ja. Und er hat am Ende den Dost geholt. Und hätte man am Anfang nicht diese Erwartungshaltung irgendwie so gefüttert, weiß ich nicht, ja, ob er dann schon davon ausging, dass Boateng und Balotelli safe zu uns kommen oder nicht. Ja, ist ja auch nicht schlimm, ja. Aber dann wäre so ein Bas Dost jetzt eigentlich schon... Also ich weiß eigentlich gar nicht, wie man Bas Dost jetzt runtermachen möchte oder kann, ja. Also wie man das ernsthaft jetzt versuchen kann, ihn enttäuscht zu sein von dem Bas Dost. Ey, habt ihr euch mal den Typen gegeben, ja? Alle reden immer so von wegen, also, ja, der ist der Halle-Ersatz. So, ja, natürlich ist er nicht der Ersatz für Kevin Trapp, ja? So, der ist eine Maschine, der ist 8 Meter groß gefühlt, ja? Alle sagen, er ist 30 Jahre alt, wow, jetzt geben wir so viel Geld aus und hin. Erstens, für die Summen, die gerade da rumherschwirren, so um die 10 Millionen, das ist, was du ausgibst, hast du erstmal einen Mutanten-Deal abgeschlossen, ja, wirklich in der heutigen Zeit für so einen Stürmer. Zweitens, er ist 30, alle sagen 30, kein Wiederverkaufswert und sowas, der gehört bald ins Altersheim. Langsam, aber wirklich langsam, also ich gebe mir dieser Jugendwahn auch ein bisschen auf die Nerven, ja. Was zur verfickte 30? Was sind 30? Also er ist 36 und ist der beste Verteidiger der Liga, ja. Pizarro ist 40 und schießt immer noch ein Dörrchen, ja. Gut, bisschen abgebaut in der Zeit, aber ey, 30, Mann. Ey, früher waren noch so Tugenden wie Erfahrung und sowas übertrieben viel wert, ja, gerade du kannst keine Mannschaft ohne Spieler ohne Erfahrung bringen, die in irgendeinem Euroleague-Spiel dann, keine Ahnung, 1-0 oder 2-0 hinten liegt und dann völlig zusammenbricht ohne so einen erfahrenen Typen auf dem Spiel. Es ist doch, ey, früher, ey, das ist doch in der Arbeitswelt genauso, ja, warum verdienen denn Leute, die, keine Ahnung, 40, 50 sind und schon länger in dem Betrieb sind, warum verdienen die mehr Geld? Weil die mehr Erfahrung haben, ja, Leute, die gerade von der Uni kommen, die kriegen weniger, weil die keine Erfahrung haben, ja, Erfahrung ist das A und O, ja, ist wirklich so, ja, natürlich, im Leistungssport ist auch die körperliche Physis und Gesundheit und alles wichtig und das Können und sowas, aber Erfahrung ist so ein wichtiger Faktor und nur weil er 30 ist, mal scheiß Lewandowski, ey, halb Europa hat Stürmer, die über 30 sind, die wollen sich nicht von denen trennen, weil die so gut sind, ja, also, da muss man wirklich keinen Fass aufmachen, wenn du dir einen 30-Jährigen holst und manche da rumholen. Er hat keinen Wiederverkaufswert. Verdammte Scheiße, sind wir ein Fußballverein oder sind wir irgendein Unternehmen an der Börse? Was für Wiederverkaufswert? Ja? Der soll Tore machen, ja? Und ich weiß nicht, wer besser Tore garantieren kann zu einem anscheinend vernünftigen Preis als Bas Dost, ja? Alles andere, ich bin auch gerne so jemand, der so einen Morelos geholt hätte oder sowas. Das ist einfach so, weil das sind so... Das ist so das Spannende, das ist so das Abenteuer. Du kennst den nicht, ja, du weißt nicht, ob der funktioniert, aber wenn du den wenn der funktioniert, hast du wirklich wieder mal ein Schnäppchen geholt, der explodiert, alle reden über dich, hast du ein schönes Gefühl. Ja, ich mag das auch. Aber das haben wir. Wir haben mit Paciencia und Jovic die gewissen Kandidaten für sowas. Jetzt brauchen wir einfach jemand, der diese Lücke schließt, die Jovic und Haller gerissen haben mit den fehlenden Toren jetzt. Und ey, da ist ein Bas Dost. Ey, habt ihr euch mal seine Quote angeguckt? Ich weiß, da kommt er nicht mit Portugal und so. Das weiß ich. Ferovic schießt in Portugal auch Tore, ja? Oh, unvorstellbar eigentlich, ja? Aber, ich habe gestern Nacht doch, Alter, siehst doch jetzt, verpiss dich hier. Ich habe mir gestern Videos gegeben, ich habe alles gegeben. Alles ist eine Maschine, ja. Und kommt mir nicht mit an von wegen, ja, der ist so hölzern, der ist so groß, der hat schlechtere Technik als Haller. Jetzt fangen die Leute an, wieder jeden Scheiß zu vergleichen. Der hat schlechtere Technik als der spielt weniger Pässe, der hat das nicht, der hat das nicht. Ey, das ist so ein Kindergarten, ja. Bas Dost ist ein Stürmer. Und ein Stürmer muss Tore schießen, ja. Er muss Tore schießen, ganz einfach, ja. Und wenn ein Stürmer Tore schießt, dann ist mir egal, ob der dribbeln kann wie Maradona oder sowas, ja. Was behindert er, ja? Spaß die Frau, ja. So, ja. Also wirklich, macht euch da nicht selbst verrückt, ja. Ich sag euch ganz ehrlich, es gibt keinen besseren für das Geld, was wir wahrscheinlich zahlen werden, als Bas Dost, ja. Der uns direkt Tore garantiert und uns weiterbringt, ja? Da lege ich mich fest, ganz einfach. Das ist eine Einbahnstraße, Kollege. Aber okay, nö, du bist blöd, ja? So. So ist es, liebe Leute, ja? Also, was soll ich euch sagen? Ich bin sehr zufrieden über ihn. Leider kann er uns nicht mehr gegen Hoffenheim helfen, aber ich bin überzeugt, der wird uns diese Saison weiterhelfen.
Das ist einfach ein Ungeheuer. Ja. Er ist in der Luft, kriegt er jeden. In der Luft. Pazienza ist schon Kopfball unter. Ja, Bastos ist dann nochmal, glaube ich, eine Kategorie. Wobei ich will gar nicht sagen, ich glaube, Pazienza ist. Ich glaube, Pazienza hat Kopfball erfunden. Ja, ich will mich jetzt gar nicht so weit aufs Fenster legen. Bastos ist schon ein Kopfballmonster auch. Und ey, der ist ein Knipser. Der hat das Knipsergehen, der weiß, wo er stehen muss, wie er die Dinger reinmacht. Ganz einfach. Und das ist einfach unglaublich. Ja, ich bin. Es ist nicht der ganz große Name, ja. Aber für Eintracht Frankfurt, dass wir jetzt schon anfangen zu meckern lassen, dass jemand kommt, der schon in Deutschland und Portugal und in Holland bewiesen kann, dass er bewiesen hat, dass er Tore schießt. Ja. Halle hat nur in Holland ein paar Tore geschossen, ja, sonst nirgendwo. Ja. Und wir haben ihn geholt und alles war gut. Ja. Deswegen, ja, heute ist ganz düster mit den Parkplätzen. Ja. So, deswegen, ja, also ich würde mir da jetzt gar keinen Stress machen. Wie gesagt, manche Leute ausrasten so wirklich. Übertreibt man nicht eure Rolle, wir sind immer noch Eintracht Frankfurt und nicht Real Madrid, ja. Und für unsere Verhältnisse ist es, glaube ich, genau der Spieler, der uns wunderbar gepasst hat, ja. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, wie wir spielen könnten, wenn alle fit sind, ah, das hat schon was, ja. Mit Trapp, Ndika, Hasebe, Abraham, Rode, So, Kostic, Da Costa, Kamada, Rebic und Dost. Ey, das ist, ich würde nicht behaupten, dass die Mannschaft schlechter wäre als letztes Jahr, ganz ehrlich. Das hat was, auf jeden Fall. Ich bin heiß. Jetzt gleich, wirklich in eineinhalb Stunden ist auch das nächste Spiel. Und ich werde mein Bestmöglichstes versuchen, es gucken zu können. Ja, kann es nicht garantieren. Also, was heißt garantieren? Ich will es ja selber sehen. Ja, ich weiß selber nicht, ob ich es schaffen werde. Ich werde es versuchen. Ja, das Video nach dem Spiel, was ich ja eigentlich mache, boah, das könnte heute schwierig werden. Ja, deswegen möchte ich euch schon mal jetzt darauf hinweisen und warnen, ja, dass es eventuell erst heute Abend stattfinden könnte, nachdem ich fertig bin mit der Arbeit, ja. Aber gut, es ist ja auch erstmal nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, Eintracht Frankfurt jetzt gleich spielt und gewinnt. Komm ich hier rein in diese Lücke? Ich weiß es nicht, ja. Verdammte Kacke, ey. Was ist denn heute los hier am Sonntag? Ja, hier geht ja gar nichts. So. Nee. Der steht zu blöd. Liebe Leute, ja, es könnte jetzt noch ein schwieriges Unterfangen werden hier. Ja, aber jetzt trotzdem, ja, ihr könnt mir ja jetzt eure Meinung sagen, wie steht ihr zu Bastos? Seid ihr enttäuscht? Habt ihr euch die ganz großen Namen da? Ich kann mir auch vorstellen, dass eventuell das nicht gerade der erste Dings Wunschding war, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass man mehr an Diaz dran war von Real und dann jemand anderem und es hat nicht geklappt und sowas. Aber das hat nichts zu bedeuten, ja. Das ist doch nicht schlimm, wenn man mal eine B-Lösung war oder eine C-Lösung. Ja, das ist doch Fußball, das ist ein Profigeschäft, ja. Da wird Bastos nicht rumholen, da sollten wir nicht rumholen. Wir kriegen einen überkrassen Stürmer für anscheinend einen guten Deal für uns. Und ich muss den auch nicht weiterverkaufen, ja. Was dieses Weiterverkaufen, ja. Seht ihr mal, was. Alle reden von Weiterverkaufen, das hat keinen Weiterverkaufswert, verdammte Scheiße. Wir haben Jovic und Haller für über 100 Millionen verkauft. Und was haben wir davon? Wir haben nur Probleme. Wir haben wochenlangen Ersatz gesucht, ja. Und wer. Versteht ihr, was ich meine? So, ja. Das Geld macht doch nicht glücklich alleine. Gerade nicht im Fußball, ja. Du brauchst Tore, Leistung, ja. Und. Etwa wirklich. Um was geht es denn beim Fußball? Um Tore, um Leistung, ja, und gerade für einen Stürmer und sowas, ja, und was bringt uns das denn, wenn wir da Millioneneinnahmen generieren? Die schießen uns keine Tore, das Geld auf der Bank schießt uns keine Tore, ja, das Geld auf dem Feld muss Tore schießen, also die Füße von dem, wo das Geld reingesteckt wurde. kann man auch falsch verstehen, aber ja, so, ja, das schießt doch die Tore, verdammte Scheiße. Und da haben wir jetzt einen Stürmer, der für 3-4 Jahre uns Tore garantiert. Ja, da brauche ich auch kein Wiederverkaufswert. 3-4 Jahre, ja. Nächste Saison haben wir schon die nächsten Talente am Start. Macht euch da mal gar keine Sorgen. Also ich verstehe diese Entwicklung auch in den Köpfen von vielen, ja, die da Jugend waren, die das Geld waren und sowas. Das ist, ich will nicht sagen, es macht den Fußball kaputt, aber das macht auf jeden Fall die Gespräche über den Fußball im Nachhinein macht das ein bisschen blöd, ja. Wenn man die ganze Zeit diese Argumente gegen vernehmen muss von wem. Ja, bringt kein Geld und ihr wisst, was ich meine. Ja, ich wiederhole mich auch mittlerweile nur. Es liegt nur daran, dass ich einfach. Es ist heute, was ist hier? Kein Dings, ja. So, naja,
Liebe Leute, ich möchte das jetzt mal hier abbrechen, das ganze Fiasko. Das war meine Meinung zu Bastos. Ich finde, es ein ganz starker Deal für Eintracht Frankfurt, ja. Natürlich hätte ich mir jetzt auch einen Ibrahimovic mit 28 Jahren hier gewünscht, ja, oder mit 26 Jahren, ja. Aber wir nehmen es, wie es ist. Und da gibt es auch eigentlich keine Einschränkungen dabei. Es ist super. Es ist eigentlich ein sehr, sehr guter Deal, wenn alles so klappt. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, ja. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir unter das Video. Und ja. Eintracht Frankfurt gewinnt jetzt gleich. Ich hoffe, ich komme zum Dings auf die Arme. Ich meine, verdammte Scheiße. Egal, ich darf nicht weiterreden. Ja. So, wir sehen uns nach dem Spiel heute Abend wahrscheinlich. Und Eintracht, toi, toi, toi. Ja, ein schönes 7-0, wie ich gesagt habe. Bis dann.